Ja, hallo erstmal wieder. Born to live. Love. Ja. Und generell könnte man sagen, wir sind geboren, um Gefühle zu erleben. Du kannst natürlich noch ganz andere Ideen haben, warum wir geboren wurden. Und jeder hat sicherlich seine eigenen Gründe mit hier hineingebracht in das Leben. Oder man kann auch ganz anderer Meinung sein und sagen, ja, wir sind einfach im Leben und irgendwann ist auch wieder vorbei. Viel wichtiger ist, was wir aus dem einzelnen Tag machen. Und ja, ich habe ja schon sehr, sehr früh den dankbaren Donnerstag kreiert. Da sage ich jetzt nicht jeden Donnerstag was zu, aber heute möchte ich gerade mal wieder, weil es Donnerstag ist, wo ich das Video aufnehme, mal wieder ein paar Worte verlieren. Und ja, ich bin heute Morgen mal wieder auch mit Schmerzen aufgewacht. Und naja, für Schmerzen ist man natürlich per se erstmal nicht dankbar. Erstmal versuche ich mich daran zu erinnern, dass, okay, also für mich heißt Schmerz, ich scheine noch am Leben zu sein. Ich bin wach, ich habe, okay, ich lebe. Ja, oh ja, da tut was weh. Und diese Erkenntnis erbringt mir erstmal schon mal ein bisschen Freude. Klar, natürlich ist das Fühlen des Schmerzes nicht das Tollste. Aber ich kann natürlich auch Danke sagen. Zum Beispiel habe ich hier eben immer noch meine Schmerzen von dem Sturz. Und ja, ich kann dankbar sein dafür, dass mein Körper mir zeigt, okay, Christoph, mach noch nicht 100% hier oder 200%, sondern mach ein bisschen Piano, einfach ein bisschen ruhiger, sodass ich als Körper hier Zeit habe, mich um die Heilung zu kümmern. Und dafür bin ich dankbar, dass der Körper von sich aus so einen Mechanismus hat, dass der, ohne dass ich da jetzt noch großartig was tun muss, ich muss nur zur Seite treten, muss nur einfach mal meine Ansprüche ein wenig zurücknehmen und lass den Körper seine Arbeit tun. Wie toll ist das denn? Ich brauche nichts zu tun. Ja, also ich bin dafür dankbar. Musst du nicht sein? Aber das erfreut mich. Diese Erkenntnis erfreut mich. Und bringt mich schon in eine bessere Laune. Ja? Und ich kann natürlich immer nur von mir schildern. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und lass gerne einen Kommentar hier oder nimm mit mir Kontakt auf, um mir deine Art zu schildern, was du da erlebst, wie das ist. Hast du den Moment überhaupt, der Möglichkeit der Selbstreflexion? Oder ist der Schmerz so laut, dass du an gar nichts anderes denken kannst und gar nicht klar hast, okay, ich bin ja am Leben. Ich lebe. Wow. Ja, Schmerz, scheiße. Das Tolle ist ja auch, unser Körper kann uns ins Gehirn quasi immer nur ein Gefühl auf einmal anzeigen. Das heißt, solange ich wirklich in der richtigen Freude bin, ist mein Schmerz
nicht hier oben angekommen. Also der ist natürlich angekommen, aber nicht in meinem Bewusstsein gerade. Und ich denke mal, das ist ja der Punkt, den wir gerne haben möchten, dass das nicht unser ganzes Bewusstsein flutet. Wie schön ist das denn? Also dafür kann ich dankbar sein, dass es diese Möglichkeit gibt. Herrlich. Und das bringt mir zusätzliche Freude. Wie ich immer wieder sage, das ist ein wunderbarer Zugang. Ein wunderbarer Zugang zu der eigenen Freude, wenn du etwas findest, wofür du wirklich Dankbarkeit empfinden kannst. Denn Dankbarkeit ist auch ein Gefühl, ist nicht nur eine Haltung, ist nicht nur ein Wort, Danke, sondern ist auch mit einem wunderbaren Gefühl verbunden, was einfach mich verbindet mit allem, wo Liebe mitschwingt, wo Freude mitschwingt, wo Frieden mitschwingt. Und deshalb liegt auch das mir so am Herzen, die Dankbarkeit zu verbreiten. Ich habe ja sogar ein Buch dazu geschrieben. Wow. Oder komm gerne in meine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen. Jeder, wenn möglich, schreibt täglich etwas, wofür er dankbar sein kann. Es müssen jetzt nicht riesenellenlange Romane sein, aber vielleicht findest du drei Dinge, für die du einfach im Moment Dankbarkeit empfinden kannst. Empfinden. Also ich kann sagen, ich bin dankbar, dass ich sehen kann. Das ist erstmal eine Tatsachenbeschreibung. Aber kann ich das auch fühlen? Kann ich das vielleicht im Umkehrschluss fühlen, dann, wenn ich nämlich mal Probleme mit den Augen habe und merke, oh, so selbstverständlich ist das vielleicht gar nicht. Ja, und ja, du wachst auf und hast keine Schmerzen. Ja, muss man nicht dankbar für sein, ne? Oder? Ich denke mal, erst wenn du aufgewacht bist, vielleicht mehrere Tage hintereinander mit Schmerz und dann auf einmal keinen Schmerz mehr hast, dann wirst du vielleicht irgendwann registrieren, ach, da ist ja gar kein Schmerz mehr. Ah, alles gut. Da ist kein Schmerz mehr, danke. Und sich das ab und zu erinnern, wenn du also längere Zeit das Glück hattest, keine Schmerzen zu haben, sich daran zu erinnern, okay, Schmerz ist wirklich nicht schön. Und dass ich jetzt keine Schmerzen habe, wow, ja, danke. Da bin ich wirklich froh drüber. Ja, und auch das gehört zu Laughter Yoga. Dieses Erkenntnis gewinnen, diese Dankbarkeit spüren, die dich dann in eine wunderbare, liebevolle Freude bringt. Es muss also nicht das laute Lachen sein, was so viel im Körper bewirken kann. Auch die anderen Dinge. In diesem Sinne, ja, wünsche ich dir einen dankbaren Donnerstag. Ich hoffe, dass du irgendwelche Dinge findest, wofür du wirklich Dankbarkeit empfinden kannst. Ich danke auf jeden Fall für alle diejenigen, die dieses Video anschauen, hier bis zum Schluss und vielleicht sogar auch noch einen Kommentar hinterlassen. Danke.